Hey du, nicht so laut. Wer bin ich im morphogenetischen Feld, in der haltlosen Relativität, in der unterschwelligen Konfusion, eine Art Vortrag zu halten? Dem großen Geist gegenüber, oder gibt es das alles gar nicht? Sprach das Elektron zum Sandkorn. Oder sind das nützliche, vermittelnde Hilfsbegriffe? Dann dürfte auch ein Ungeist nicht fehlen. Im Leben wird man oft vom Augenschein getäuscht, geblendet, abgelenkt. Die Welt kann einen zwar auch leicht abschrecken, aber genauso leicht auch faszinieren. Sie kann einen leicht in ihren Bann ziehen. Die Welt sieht oftmals schön aus, zauberhaft, wundervoll, je nachdem, wo man hinsieht. Man kann dazu durchaus mal die Frage in den Raum stellen. Viele Dinge sind schön, verführerisch schön. Manche Dinge sind spätestens bei genauerer Betrachtung dann aber doch auch wieder befremdlich. Manches will manch einer auch gleich haben. Manche Leute sind bereit, für Dinge sehr, sehr weit zu gehen, vom Aufwand her, aber eben auch im übertragenen Sinn, also auch in moralischer Hinsicht sehr, sehr weit zu gehen. Vieles führt zu nichts Gutem. Vieles führt auch sogar zu Schlimmem. Oft hat es dann mit Haben wollen zu tun. Hat vielleicht gar eher der Teufel die Welt erschaffen? Allein schon diese Frage ist aus der Sicht von manch anderem wahrscheinlich schon ungeheuerlich, nämlich gotteslästerlich, infam etc. Dies liegt an der Dogmatik, also an vorgefertigten, festen, streng gepflegten Glaubenssätzen. Das hat auch etwas für sich, aber die Kehrseite ist dann eine freiwillige bzw. geforderte Denkhemmung. Durch Denkhemmung wiederum kann einem eine Erkenntnis entgehen, dann blieb ein Fortschritt und Zugewinn aus, wo einer hätte sein können. Vielleicht gehört es zur sogenannten Schwarmintelligenz, dass immer wieder Leute bewusst in diesen sauren Apfel beißen und sich zum Denken im vorgefertigten Rahmen entschließen. Es ist gut für die Gruppen, es ist gut für Gruppenbildungen und Gruppenerhalt. Das hier soll jedenfalls in keiner Weise ein Ergebnis sein, sondern nur die Untermalung der Berechtigung oder Wohlbegründetheit einer Frage, weil diese alles andere als uninteressant ist. Man kann sich irren. Dabei steht diese durchaus ernsthafte Fragestellung dem Standpunkt des Gläubigen noch näher als dem des Ungläubigen, wenn auch zwischen den Stühlen. Das dazu einmal angemerkt. Ich spreche hier weder atheistisch noch im Sinne überhaupt einer genau festgesteckten religiösen Auffassung. Ich denke hier einfach einmal etwas ungezwungener oder unbefangener nach. Insbesondere ohne jemanden in seinen religiösen Vorstellungen verärgern zu wollen. Ich habe Respekt vor Religionen, das sei hiermit betont. Ich kann manch klassisch-atheistische, mal so gesagt, Unsitten weniger gut respektieren. Ich frage also mehr nur schlicht etwas und gebe selber nur eine mögliche Antwort von vielen. Hat vielleicht eher der Teufel die Welt erschaffen? Oder ist es auch nur so, als wäre es so? Sie sieht manchmal so schön aus, traumhaft. An freien Tagen geht man oft gern nach draußen, selbst wenn man nicht einmal einkaufen müsste. Man unternimmt etwas. Wenn das Wetter auch nur halbwegs okay ist, denkt man oft bald darüber nach. Wenn die Sonne scheint, kann es selbst im Winter angenehm sein für eine Zeit. An manchen Tagen kann der Mensch geradezu einen Ruf der Natur hören. Der Mensch will immer auch etwas Sonne bekommen. Er braucht sie allerdings auch wegen dem Vitamin D, Klammer zu. Und dann an Sommertagen will man vielleicht gar nicht mehr nach Hause, auch wenn es längst schon dunkel ist. Draußen ist es dann angenehm, ein frischer Wind ist dann angenehm, der Wind in den Blättern hört sich angenehm an. Der Mensch geht gern ins Freibad, der Mensch geht gern zu Feuerstellen zum Grillen. Der Mensch spaziert gern durch die Stadt und spaziert gern durch die Natur. Er beobachtet auch gern einfach, beobachtet Leute, die vorbeilaufen
oder beobachtet einfach ein Panorama insgesamt. Doch manchmal kann es auch unangenehm werden. Begegnungen können unangenehm werden. Oder man verstaucht sich auch nur ein Knöchel. Ich lasse mir insgesamt Zeit bei dieser Schilderung, weil ich weiß, dass der Beitrag berechtigt ist. Man kann sich also einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich holen. Das ist eventuell gar nicht so harmlos. Dann kann es einem für Stunden nicht mehr so gut gehen. Ich selber vermute, dass ich das Ozon nicht so gut vertrage. Von zu viel Sonne an heißen Tagen fühle ich mich hinterher nicht mehr gut. Ich zahle dann gewissermaßen hinterher einen Preis dafür. Heuschnupfen kann auch schon mal richtig aggressiv werden. Wenn es zu heiß ist, kann ich nicht gut schlafen. Und wenn man Kreislaufprobleme hat, kann die Sonne sowieso sehr schnell zur Last werden. Aber das ist eben noch gar nichts. Es kann so vieles passieren im Leben. Da kann wohl jeder ein Lied davon singen. Ein Blick auf das Tierreich. Eine Spinne baut ein schönes Netz, aber spätestens die Art und Weise, wie sie tötet, erinnert genauer betrachtet stark an die Aliens-Filme. Gewalt ist in der Realität jenseits von Film und Fernsehen immer ekelhaft. Und mindestens wer einmal eine Katze hatte oder hat, der weiß, es gibt leider viele Zecken. Die können dem Menschen gefährlich werden, weil sie Krankheiten übertragen und sie sind schon ganz schön eklig. Sorry, jetzt wird's kurz leider stark eklig, aber das ist der Preis für den möglichen Erkenntnisfortschritt oder Erkenntniszugewinn oder für die Verdeutlichung, für das Schlaglicht. Es gibt ja auch nämlich zum Beispiel Bandwürmer, es gibt Darmparasiten, es gibt welche, die können Organe befallen, können sich in Organen einnisten. Ohne es dabei bewerten oder einschätzen zu wollen, erwähne ich hierbei, dass es mir nicht entgangen ist, dass es hier drumherum auch einen partiellen Gesundheitstrend gibt, sozusagen eine Szene von Leuten, die sich deswegen verschiedenste Kuren und auch Einläufe verpassen und das Ganze öffentlich thematisieren, Punkt, Punkt, Punkt. Mütter von heranwachsenden Kindern jedenfalls machen in der Regel früher oder später Bekanntschaft mit Läusen oder auch mit sogenannten Fadenwürmern, als gehöre das zum Leben ganz normal mit dazu. Wer hat diese Wesen konzipiert? Wer hat sie erschaffen? Ich mache hier keine dreisten, subtilen Witze über Gott, das eben nicht, weil ich mir nämlich sozusagen die Zuständigkeiten ein wenig ganz anders vorstelle, mal so gesagt. Ich habe mal gehört, dass es Parasiten geben soll, vielleicht am Amazonas, die ihre Eier in die Augäpfel von anderen lebenden Tieren legen. Wohl vermutlich, wenn diese schlafen, damit die Brut, wenn sie dann schlüpft, dann quasi gleich frisches Auge zu essen kriegt. Dieses Beispiel ist extrem, aber nun tja. Das ist die Schöpfung. Auch das ist die Schöpfung. Wenn man die Welt als Schöpfung bzw. mal als Kreation betrachtet. Auch nicht alles ist gleich augenscheinlich. Ich vermute, und das ist nun nochmal ein ganz anderes Thema, dass die Welt es noch nicht so richtig allgemein mitgekriegt hat, dass sie ein Problem mit scheinbar simplen Bakterien hat, bzw. mit sogenannten Multiresistenzen. Man bekommt einen Infekt oder eine dumme Entzündung, vielleicht auch wegen einer kleinen Verletzung oder Schürfwunde, und dann stellt man schließlich fest, dass selbst Antibiotika nicht helfen. Und dann muss einem vielleicht ein Bein abgenommen werden. Oder es hilft gar nichts und alle Eingriffe verlagern und erweitern nur das Problem und man stirbt schließlich daran. Plötzlich ist einer von uns gegangen. Scheinbar erstmal wegen nichts, beziehungsweise wegen einer ursprünglichen relativen Lappalie. Die Welt sieht schön aus, wenn man seinen Fokus nicht auf bestimmte Dinge richtet. Wem zum Beispiel Sexualität wichtig ist, wer sozusagen auch mal einem One-Night-Stand nicht abgeneigt ist, der wird sich... Schnitt. Wem zum Beispiel Sexualität wichtig ist, wer sozusagen auch mal einem One-Night-Stand nicht abgeneigt ist, der wird sich vielleicht schon mal eine Geschlechtskrankheit eingehandelt haben und diese vielleicht nur ganz mühselig schließlich wieder losgeworden sein. Oder auch gar nicht.
Viele Leute denken, nur AIDS wäre ein Problem, welches man jedoch mit Kondomen einfach vermeiden könne. Aber so einfach ist es nicht. Und dann gibt es anbei bemerkt die Theorie dabei und andererseits noch die Praxis. Auch nur zum Beispiel der sogenannte Tripper oder die Syphilis existieren nach wie vor und sind anscheinend immer noch, also auch trotz des scheinbaren medizinischen Fortschritts, weiterhin keine Kleinigkeiten. Der Altrocker Billy Idol sprach einmal oder auch mehrmals im Interview über seine Geschlechtskrankheiten. Auch Herpes scheint demnach kein Zuckerschlecken zu sein. Hinzu kommt, dass das alles letztlich auch peinlich ist. Spätestens im Wartezimmer einer Hautarztpraxis fühlt sich wahrscheinlich keiner mehr wie ein Star oder auch nur cool, wenn man sich irgendetwas Ekliges eingefangen hat beim Rumlümmeln, dass dann ein anderer, vielleicht in Gegenwart von weiteren Personen, Arzthelferinnen oder Arzthelfern, begutachten bzw. untersuchen muss, ganz genau unter die Lupe nehmen muss. Einen besonders tückischen oder gar teuflischen Beigeschmack hat mal noch ganz nebenbei erwähnt, insbesondere auch das Thema Toxoplasmose. Eine Infektion mit Toxoplasma, zum Beispiel durch eine Katze als Überträger oder schlicht durch zum Beispiel Gartenarbeit, kann anscheinend auch bei Menschen zu Verhaltensänderungen und zu Persönlichkeitsveränderungen führen. Eigentlich äußerst gruselig das Ganze. Es gibt fast immer die Kehrseiten. Ich will hier nicht bestimmte einzelne Themen madig machen, zumal das auch mit beliebigen anderen Themen möglich wäre. Ich will auch nicht übertreiben, indem ich die besonders speziellen Themen anspreche. In eine geradezu höllische Situation kann man ohnehin, leider bekanntlich, so gut wie immer und überall geraten. Bei einem Hausbrand zum Beispiel, bei einem Autounfall, bei einem Spaziergang, bei einem Badeunfall, bei einem Raubüberfall etc. Gerade insbesondere beim Thema Haustiere zeigen sich all dem gegenüber auch ganz deutlich die besonders schönen, geradezu himmlischen Seiten des Lebens. Mit einem Haustier ist man im Prinzip schon mal niemals wirklich einsam. Wenn man sich um ein Haustier auch nur ausreichend kümmert, erntet man volle Dankbarkeit und klar erkennbare Zuneigung und geradezu offensichtliche Liebe, ohne dass das Tier dabei berechnend wäre. Ein Hund kann einen beschützen und verteidigen und er wird das in der Regel bedingungsloser und kompromissloser tun als eventuell in Frage kommende menschliche Freunde. Ich finde es nebenbei bemerkt auch faszinierend, dass es zum Beispiel Pferde gibt, Tiere, die der Mensch als Fortbewegungsmittel verwenden kann, eben als wäre das von einer kalkulierenden Schöpfungskraft geradezu genau daraufhin konzipiert. Mir geht es hier aber auch nicht um eine Intelligent Design Debatte. Liebe und Gnade. Es gibt die Liebe, aber sie führt oftmals auch zu Enttäuschungen, die äußerst bitter sein können, so bitter, dass es zu negativen Prägungen kommt. Andererseits wieder gibt es universelles oder überpersönliches Mitleid und Mitgefühl. Mitgefühl mit anderen empfindungsfähigen Wesen, also über Freunde, Bekannte und Haustiere hinaus. Es gibt zudem scheinbar eine Art letzte Gnade in der rohen Natur. Wenn ein Tier von einem anderen Tier bei lebendigem Leibe zerfleischt und aufgefressen wird, scheint das sterbende Tier in eine Art Trancezustand zu verfallen, in welchem es den Vorgang scheinbar nicht mehr voll und ganz wahrnimmt bzw. fühlt. Boxer, die sich gegenseitig mächtig vermöbeln, spüren einen Teil der Schmerzen wegen des Adrenalins oft gar nicht richtig in dem Moment und oft erst die Folgen am nächsten Tag. Es gibt Naturheilmittel und sonstige interessante Pflanzen, welche ich sogar als mysteriös bis hin zu mystisch bezeichnen würde, wenn ich mir gewisse Berichte darüber anhöre. Für einen Schmerzpatienten ist Opium gewiss eine Gnade, im Grunde auch schon Cannabis.
Die Kehrseiten sind dann natürlich Sucht und Abhängigkeit und gegebenenfalls der Schwarzmarkt und die Kriminalität. Letzteres wäre vermeidbar, Klammer zu. Fazit: Ich glaube nicht, dass der Teufel die Welt erschaffen hat. Aber ich halte sie mit all ihrem Elend, Leid, Schmerz, Schrecken und Grauen auch nicht für hundertprozentig göttlich. Aus meiner Sicht erscheint mir die Schöpfung oder die Welt, die Natur, die Wirklichkeit, wie göttlich wunderbar einerseits und andererseits aber auch teuflisch zugleich. Für mich ist das ein Ausgangspunkt des Denkens und auch ein Angelpunkt und ein springender Punkt, der mir eine Erklärung dafür bietet, dass es bislang keine Religion gibt, die alle Menschen von sich überzeugen konnte und auch keine entsprechende atheistische Weltbetrachtung, die alle Menschen von sich überzeugen konnte. Weil die Welt unabhängig davon, ob es entsprechende innere oder äußere transzendente Wesen nun überhaupt gibt oder auch nicht, also in jedem Fall sowieso als göttlich wunderbar einerseits und zugleich als teuflisch schrecklich charakterisiert werden kann, schlicht von der Gesamtkonzeption oder Gesamterscheinung her. Wenn man sich nur mal die Fratze von einem Haifisch in Ruhe anschaut, springt es einem bald direkt ins Auge, dass die Schöpfung bzw. die Welt als Kreation betrachtet, zunächst einmal völlig ohne Moral ist. Nur der Mensch bringt und auch nur zum Teil die Moral in die Welt. Er kann moralisch handeln oder aber eben auch nicht. Oder sogar glatt ganz bewusst und vorsätzlich noch ganz im Gegenteil. Vielleicht dient die Liebe nur der Evolution als Mittel, weil sonst Familien und das angemessene Großziehen von Kindern nicht funktionieren würden. Vielleicht dient auch die Fähigkeit zur Moral nur der Evolution als Mittel, weil sich ohne Moral vielleicht immer alle gleich sofort gegenseitig umbringen würden. Ich finde es gut, wenn die Menschen einen Glauben haben, der ihnen hilft. Auch ich selber hege gewisse tröstliche Glaubensvorstellungen. Traurig natürlich nur, wenn der Glaube zum Anlass für Feindseligkeiten gegenüber Andersdenkenden wird, aber der Mensch findet wiederum auch sowieso immer einen Anlass für Abneigungen und Feindseligkeiten. Das ist ein Kapitel für sich. Es sollte daher immer ein großer Unterschied gemacht werden zwischen schlechten Gedanken und schlechten Taten, denn schlechte Gedanken hat der Mensch immer unter anderem auch, das ist normal. Nur gibt er es nicht immer zu, und auch das ist normal. Höflichkeit oder Heuchelei sind zum Beispiel Gründe dafür. Es gibt aber jedenfalls insgesamt noch viel zu rätseln und zu interpretieren. Ich denke, das spiegelt sich vielleicht etwas unbeholfen oder aber anders betrachtet umsichtig und demütig in Überlegungen wieder, wie zum Beispiel Gott ist groß. Womit unter anderem auch gemeint sein dürfte, zu groß für uns zum Nachvollziehen. Oder andererseits, Gottes Wege sind unergründlich, also zu unergründlich für uns zum Nachvollziehen. Also ich denke, es ist da ein und nicht nur ein Rätsel übrig geblieben, weil die Welt nicht nur schön und gut ist, und zwar schon ganz von ihrer Ausgangslage her, von ihren Grundprinzipien her. Alle brauchen etwas und alle benötigen etwas und können zumeist nicht verzichten. Alle konkurrieren letztlich mit allen um die Befriedigung ihrer unaufhörlichen Bedürfnisse. Das ist eine Unmenge an Zündstoff schon von Anfang an und als Gesamtsituation. Dennoch ist es erstaunlich und wundersam, dass es insbesondere genau diese Welt gibt. Deshalb beobachte ich gerne die Wolken. Sie erscheinen zumeist so friedlich. Aber es ist ja immer nur die Ruhe vor einem Unwetter oder die Ruhe vor einem Sturm. Der kurze, unbeständige Friede vor den kommenden Turbulenzen. Eine kurze Gelegenheit zum sich besinnen, bis bald schon wieder keine Zeit mehr zum Nachdenken bleibt. Dann muss man das vielleicht Wunderbare und vielleicht auch Teuflische wieder einfach erleben.
und auch das Gewöhnliche und auch das Öde. Einfach erleben und gegebenenfalls irgendwie durchstehen. Das war jetzt dann auch das Wort zum Montag. Derweil streiten sich die Leute viel, fast völlig ergebnislos, und viele halten sich für äußerst schlau dabei und stellen sich gern so dar, und meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, und fast nichts entwickelt sich tatsächlich zum Guten. Gerne profiliert man sich in den ewigen Auseinandersetzungen, und fast nichts entwickelt sich tatsächlich zum Guten. Wem nützt es? Was bringt es? Zwietracht. Narzisstische Selbstüberhöhungsfantasien werden befriedigt, Ellbogenmentalität breitet sich weiter aus, alles wird immer ungesünder, nicht nur das Essen oder das Atmen, sondern auch das Verhalten, toxische Kommunikation, rücksichtslose Umgangsformen den Menschen gegenüber am Arbeitsplatz. Was hat jetzt Gott mit all dem zu tun? Ich denke, er wirkt, wenn, dann eher woanders. Das Göttliche an der Welt ist das Wundersame ihrer Existenz und ihrer Erscheinung. Es ist etwas eher sehr Allgemeines, leider fast schwammig oder vage bis nebulös. Es besteht auch immer die Möglichkeit, dass man etwas für ein Wunder hält, nur weil man es nicht kapiert. Das Teuflische hingegen ist völlig konkret und fast immer sehr nahe gegenwärtig. Zeig du mir etwas Göttliches und ich zeige dir etwas Teuflisches. Mal gucken, wer schneller ist. Und sag mir jetzt nicht Arnold Schwarzenegger oder dein Lieblingsessen. Am besten noch auf der Basis von Tierquälerei. So, ich hoffe, die Erörterung war nicht zu lang. Bring mir den Hype, ansonsten schaue ich weiter Wolken. Nee, Spaß. Ich will sowieso noch einen kleinen Beitrag machen, aus Überzeugung vom Sinn, um das gemacht zu haben. Ende und aus.